hallo, liebe Freunde vom Roadtrip Interview. Ich befinde mich heute in Eschwege und zwar bei The Bates. Ich freue mich drauf. Ich werde mal ganz kurz hupen. Ja? Einen schönen guten Tag. Ach, alles gut. Steig ein. Aber meine Tochter will gleich nochmal kommen, die wollte euch mal gucken. Die wollte mal gucken, kann sie machen. Kommt bestimmt gleich. Ich muss nur schnell die Schuhe anziehen. Aber ich komme trotzdem schon mal rein. Ja. Wunderbar. Passt das mit dem Sitz? Ja. Wenn dein Kollege Hast du noch einen größeren? Wenn dein Kollege noch einsteigt, dann muss er sich Der ist größer. Vor. Und ich kann auch nach vorne noch ein Stück. Das passt schon so, ne? Mhm. Da muss ich eh ein bisschen vorbeugen, ne? Dass er im Vorbeugen muss man eh ab einem gewissen Alter. Also ist es nicht. Ich bin irgendwie platt. Haben wir auch noch gerade beim Rasieren schön die halbe Lippe weggeschnitten. Nee, ist nicht so. Ja, extra, sieht nicht so. Extra noch rasiert. Extra deswegen, ja. Quasi so ein Zimbel-Gedenkrasieren. Ja. Weil der hat ja manchmal so eine Marotte, wenn er gut drauf war. Hm? Dann hat er manchmal auch mal so Sektgläser zerbissen. Echt jetzt? Ja. Also so halt so. Das war nicht so wild. Der hat natürlich nicht die Splitter dann nicht geschluckt oder so, aber da hat er sich aber manchmal auch mal geschnitten und dann hat er dann mal so den Vampir gespielt. Ne? Und dann hat er dann ein bisschen aus dem Mund geblutet. Du musst mir sagen, wo es lang geht, ne? Wuchinbrock. Brock. Okay. Nee, du musst unterwegs. Du kannst gleich da vorne die Straße hier links reinfahren. Die hier? Ja, ja, die. Genau. Da vorne wäre es auch gegangen. Ja, alle Wege führen hier in Eschwege nach Herstedt. Oh, ich muss mal den Kluber anrufen. Ich habe ihm versprochen, wenn wir losfahren, soll ich es mal so zwei, dreimal durchklingeln lassen. Weißt du, dass er sich auch noch mal rasiert. Der Klassiker, ja? Buschfunk in Eschwege. Ich bin ja auch so regelmäßig gar nicht da, ne? Hier so. Meine Mutter wohnt halt hier. Oh. Ihr habt ja einen Blitzer, ne? Echt? Nein. Verstehe. Verstehe, der alte Blitzermann. Mal gucken, was mache ich. Bis dreimal piept. Einmal. Geradeaus, ne? Ja, ganz geradeaus fahren. Ja, sorry. Gut, jetzt weiß er Bescheid und jetzt muss ich noch irgendwie auflegen. Dann weiß der Franz Bescheid. Ja, genau. Wir fahren jetzt in das schöne Herstedt, nahe Klubes Geburtsdorf. Kann man das sagen? Geburtsort. Das ist, Herstedt ist noch am Fuße des Berges und Klube ist in der Hessischen Schweiz geboren, so nennen wir das hier. Aber ich glaube, es gibt da noch mehr Hessische Schweiz. Schweizen? Kann man das plural setzen? Keine Ahnung. Der Klube wohnt da mit seiner Frau. Ihr seid alle aus der Gegend hier, ne? Du ja. Schon? Also ich bin hier geboren, der Klub ist in Neuerode geboren, das ist wie gesagt auch hier. Der Klub, der Zimbel ist hier auch aufgewachsen, immer hier der Hauptstraße folgen, genau. Der Zimbel ist hier auch aufgewachsen im Prinzip und Pogo ja auch, aber der wohnt jetzt halt nicht mehr, der ist ja in Hamburg da, ne? Seid ihr zusammen zur Schule gegangen oder das nicht? Nee. Nein, ich bin jünger. Ja? Ich war das Küken. Ich bin immer noch das Küken. Ich meine, da kommt ja nichts mehr. Ich sag nur, ihr hattet auch eine intensive Zeit, oder? Wir hatten auch eine intensive Zeit, obwohl ich jetzt... Geradeaus? Ja, gerade. Immer gerade. Kommen wir in das schöne Grebendorf und da in Grebendorf fahren wir dann links Richtung Herstedt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und genau, wir hatten schon intensive Zeit, ja. Kann man schon so sagen. Habe ich in manchen Interviews gesehen, dass er ziemlich fertig war. Ja, aber ich habe auch nicht so super exzessiv die ganze Nummer mitgenommen. Du hast dich ein bisschen zurückgehalten da immer. Ja, ich war der Fahrer. Du warst der Fahrer? Ja, wirklich. Brock, wohin Brock? Wir sind mal auf Tour gewesen. Das war noch der Wilde Osten. Mhm. Ne? Und dann sind wir irgendwie mit der Crew, das war halt auch ein kleiner Bus, Backline hinten drin, also nichts mit Nightline oder so.
Und da stand, waren wir, glaube ich, mitten in Chemnitz oder so. Und dann auf einmal reißt einer die Tür auf. Ein Trucker irgendwie. Reißt einer die Tür auf. Und unser Manager, der war der Fahrer, der, was ist denn jetzt los so, ne? Und der, Wuchin Prag, an irgendeiner Ampelkreuzung. Und dann war unser Lichtmann, geradeaus weiter, ne? War unser Lichtmann, fährst dann die Hauptstraße weiter. Ja. Wo Jesstedt müsste da schon draufstehen, oder? Nee, Neuerode, Hitzerode, immer weiter, immer, ja, genau. Und er meinte unser Lichtmann einfach so, das war eine coole Sau, ja, so. Deswegen, Wuchin Prag. Das ist im Kopf geblieben. Straight, ja, das ist absolut. Alle erstmal waren erstmal völlig perplex und dann, alter Schild, was war das denn jetzt? Ich glaube, wir haben zu wenig Schutzmechanismen mitgenommen. Du bist ja auch sehr beweglich auf der Bühne, ne? Ja, kann man das so sagen? 25 Jahre her. Ja, ne? Auch so die Gesichtsmuskulatur. Ja. Wirst du den Franz sehen? Das vorne, das ist das, wo der Spiegel dran ist, dann ein Stückchen weiter, da hinten steht er da auf der Straße schon. Da steht er. Hat auch schon jemanden zum Quatschen wiedergefunden. Mit der Kappe. Das ist der Knobe. Perfekt. Die Band ist komplett. Hm? Ja, Franz. So. Klube, du hast wieder Haare. Warte mal, ich mach das. Andere ist besser. Klube hat wieder Haare. Letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er eine Klatze gehabt. Das ist nicht mehr so gefährlich. Franz, du hast Nein. wieder Haare. Du heißt Frank? Ja, du auch. Ich heiße Franz. Setz dich ruhig in die Mitte, ne, wegen der Kamera. Ach, hast du die Kamera schon? Die läuft aber schon, das läuft schon komplett. Ich glaub's nicht. Moin, Franz. Mensch, ich bin gar nicht geschminkt. Aber du hast wieder Haare. Michel, du, ich habe den Rap auch schon lange nicht mehr gesehen, deswegen. Ehrlich jetzt? Ja, zwei Jahre. Schönes Jäckchen. Ach ja, zwei Jahre ich jetzt. Oder das war, achso, wir können doch gerne hier in die Pampa fahren. Nee, ich drehe hier vorne mal irgendwo. Wir können aber auch gerne durch Klubes hier, fahr einfach hier, jetzt geht's hier in die schöne hessische Schweiz. Ja, da, Mann, müssen wir hin. Was meinst du denn? Was willst du jetzt in den Geburtsort von Klube fahren? Bist du jetzt wirklich von Berlin hierher gekommen? Du meinst ihn, ne? Nee, dich? Nee, ich bin von Bad Elster. Wo ist das denn? Sachsen. Ach, Plauen. Sachsen, als Plauen. Plauen, ne? Ich dachte, du bist ein Berliner. Nee. Ich hab heute auch schon mal. Ach so, ist das sehr weit? Naja, 3 Stunden bin ich gefahren. Oh, verdammt, bist du denn heute? Das ist ganz aber das geht noch, ich bin schon länger gefahren, ne? Ja. Hannover und so, oder Hamburg. Was ist denn das für ein, wem gehört denn die Hand da vorne? Die habe ich in Köln gekauft, die fand ich gut. Ja? Der wollte mir die Tasse klauen, ne? Und dann so ist es geendet. Ja. Ja, blöd, dass der Pogo jetzt nicht hier drin sitzt. Der steht ja, auf habt sowas. Ihr den habt ihr den angequatscht? Nee, eigentlich. Also ich weiß nicht, meinst du, der Pogo wäre gekommen? Mal so. Hier, ich hab mit Pogo schon ewig keine. Also, falls er das irgendwann mal zu hören bekommt oder so, ich habe ihn ja jetzt ein paar Mal angeschrieben. Wir könnten ja grüßen. Ja, heißt auf jeden Fall. Du könntest dich ruhig mal melden. Weil ich wollte nämlich irgendwie, dass er mir Karten besorgt für St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt, DFB-Pokal. Das ist am 29. oder 30. Oktober. Ah. Und da kommst du ja nicht an Karten dran. Und der Pogo ist ja ein Paulianer. Ich drehe jetzt hier mal um. Ja. Dreh mal um. Dann bist du aber nicht in der Hessischen Schweiz. Nee, mehr. Die Hessische Schweiz kommt. Die verlässt du dann wieder. Das ist jedenfalls, sozusagen, you're leaving the Hessian Switzerland. Ja. Yes. Hessen Katten. Hessen sind Katten. Wo würdest du denn gern hinfahren? Ach, die Kameras, die zeigen eh nicht nach außen. Von daher ist das völlig egal, wo wir langfahren. Aber ja, die interessiert gar nicht. Doch, wir gucken uns schon das was ist an. Auch Pferde hier so zum Beispiel, ne? Preis sind nur stylische Klamotten hier drin. Ja, ab und zu muss man die mal wechseln, hat ein Kumpel gesagt, sonst denken die Leute, du hast hier immer das Gleiche an. Ja, das ist wahr. Und du wäschst das ja auch nicht. Elvis-Brille da vorne. Ja. Ich hatte auch schon heute Morgen. Ich habe schon meine Unterwäsche gekocht. Aber du hast auch immer das gleiche T-Shirt an. Nee, das habe ich gedenkmäßig angezogen. Ich habe jetzt, also im Moment gerade. Riders? Nee, Raiders meinst du. Sanders. Hast du nicht noch eine 28? Ich habe noch ein anderes zu Hause. Jetzt hier mit. Ich habe auch nur noch 2, die mir passen irgendwie. Ich hatte auch mehrere Zahlen schon. Ja, durchaus. Hatte die 28 eine Bedeutung? Habe ich heute noch überlegt. So, Bates Hotel? Oder oh!
Cool. Nee. Das ist aber die 21. Passen, oder? Also die 21, die habe ich auf mehreren Videos an. Das ist BA. Bad. Also ich habe auch schon die ganze Zeit so überlegt, dieser Code ist immer so ein bisschen, schon so ein bisschen besetzt, ne? Belegt von einer anderen Gruppe, ja. Randgruppe. Deswegen habe ich mir da eigentlich nie Gedanken gemacht, aber das ist BA, Bild. Jetzt fahren wir wieder an unserem Häuschen vorbei. Perfekt. Scheiße, jetzt hast du natürlich meinen Bauwagen nicht gesehen, aber ist egal. Kluge hat einen Videobauwagen. Nein, das ist kein Videobauwagen. Ich habe zum 50. Geburtstag habe ich einen Bauwagen geschenkt bekommen. Echt? Und das ist so dein Club? Und der ist außen bemalt mit einem 100-Wasser-Motiv. Mhm. Und das war aber nicht 100 Wasser, oder? Der da bemalt hat. Das war nichts. Das war also 50. Das ist 1:1 kopiert. Ich würde sagen, wo es lang geht. Du kannst gehen beide Richtungen. Also da ist vielleicht interessanter, weil das aber ja hergekommen. Und dann musst du gleich wieder da vorne links. Wir fahren jetzt nach Eschwege rein. Ja. Wie ihr das möchtet, ihr seid von hier. Ja? Wir sind von hier. Was meinst du, Franz? Wir sind von hier, waren lange weg und sind wieder zurückgekehrt. Ah, und hier gibt es auch coole Mädels. Naja. Naja. Ja, schon. Schon. Früher gab es noch mehr Mädels, wobei, oder? Absolut. Naja, also die früher in unserem Alter waren, da waren schon ein paar Granaten dabei. Ja. Die sind heute immer noch in unserem Alter. Und, naja, die früher in dem Alter waren, wo die Granaten, in dem Alter, in dem die Granaten waren, die sind halt anders drauf. Ne? Sie sehen es immer wieder. Diese. Ja, ich bin ja auch vom Rock'n'Roller wieder zu einem kleinen Bürger gekommen. Ja. Weißt du? Oder zum kleinen Bürger geworden. Ich war nie größer. Und du warst vorher warst du ja auch so ein Kleinbürger, ne? Ich bin Kleinbürger, ich war Kleinbürger, ich bin in kleinbürgerlichen Verhältnissen, kleinbürgerlich aufgewachsen. Bin dann Rock'n'Roller geworden, bin ein bisschen rausgekommen hier aus der Ecke. Rock. Ne? Mhm. Also mit denen zusammen hier. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt in mein kleinbürgerliches Leben. Aber du bist ja schon seit Anfang an, kann man das so sagen, dabei. Seit 87, ne? Oder schon vorher wahrscheinlich. Nein, wir haben 83 angefangen. 83? Frank. Aber 87 habt ihr die Bates gegründet, stimmt's? Da gab es nur eine Namensänderung. Ach so? Also wir haben uns 83, haben wir uns eigentlich gegründet. Mhm. Da geht's wieder nach Eschwege, wenn du nach Eschwege möchtest. Wir können auch das nicht nur in der Hose fahren, auch kein Problem. Und 83 haben wir uns gegründet, da haben wir uns Nuclear Graffiti, haben wir uns da genannt. Alles noch und vor das mir. War ja die gleiche Besetzung. Ja. Und irgendwann haben wir halt einfach, hat der Timbel dann gesagt, Mensch, wollen wir uns nicht Bates nennen? Und das war 86, 87. Ja, das steht ja auf der Internetseite, dieser legendäre Videoabend. Genau, ne, beim Psychofilm. Beim Timbel in der Bude. Da haben wir wirklich Hitchcock geguckt, den Psycho, mit Anthony Perkins. Ist ja eigentlich auch witzig, ne? Dass der Timbel den später dann gespielt hat. Ne? Ja. Und dann hat während des Films, der Timbel hat dann gemeint, Mensch, wollen wir uns nicht Bates nennen? Ist doch geil, oder? So. Ja, und dann haben wir uns dann umbenannt. Aber gegründet haben, also wirklich ging. Also ich meine sogar im Oktober 83 war das. Ich meine sogar im Oktober. Da war also, ich gerade mal ein Jahr alt. Ja. Da warst du ein Jahr alt. Da war ich doch ein schon. Jahr alt. Das ist ja ganz schön lang her. Naja, aber da warst du wenigstens schon auf der Welt. Und 92, 93, 2003, 2013 plus 6 sind 36 Jahre ist das her. Wahnsinn. Also bist du 37. Ja. Ja, 36 Jahre ist das her. Da hat der Rapper aber auch schon in Eschwege in der Band gespielt. Ich darf da gar nicht, ja. Du kamst 91 dazu dann, ne? Ja, so ungefähr in dem Dreh, genau. Also der Wechsel war ja der Armin, der jetzt immer diese ganzen Buchvorstellungen vertonen möchte. Der war damals noch der Gitarrist und Gründungsmitglied halt, ne? Und der Armin hat sich irgendwann entschieden, den Weg zu Gott zu beschreiten. Ja. Ja. Und dann war es halt so, es gab halt, die Bates haben dann ewig einen Gitarristen gesucht. Ich kann mich dann noch so erinnern, da waren dann immer, man hat ja auch sich auch mal so unterhalten, weil wir auch im Jugendzentrum geprobt haben. Und da war dann irgendwie, wie ist der Typ aus Kassel, wo Zimbel meint, das funktioniert gar nicht, weil der will ja auch singen. Der will auch vorne stehen, irgend so ein Rockabilly-Typ. Aus Kassel? Ja. Ach, wir haben einige Leute aus, die wir treffen.
Und dann mal einen aus irgendwo aus Franken, Schweinfurt oder Nürnberg oder so, ne? Da war es irgendwie ein logistisches Problem. Das war nicht. Und dann irgendwie, ja, da war eine ganze Zeit, das steht ja alles in dem Buch eigentlich im Prinzip. Ja, geil. Und da war eine ganze Zeit lang Ebbe. Und dann sollte Pogo was, ne? Ihr habt zum so einen Jazz-Gitarristen geschickt, der sollte Akkorde lernen. Der war nicht so glücklich drüber. Mit dem habe ich auch schon vorher Musik gemacht. In einer anderen Band. Unter anderem auch, kennst du die Maniacs? Sagt dir nichts, ne? Maniacs, die kamen hier so aus Rothenburg, oder? Ja, so aus der Kante halt, ne? Rothenburg, Fulda, da so. Und da habe ich mit dem Ex-Bassisten, der leider auch schon nicht mehr unter uns war, der hat sich umgebracht. Kümmel, ne? Kümmel. Mit dem Kümmel, der hat da Bass gespielt, das hat alles Pogo initiiert. Hm. Er hat da Gitarre gespielt, ich habe da Gitarre gespielt, gesungen und dann noch so ein Drummer halt. Rotten Message. Ja, Rotten Message, genau. Das, Oh ja, aber als wir damals, da hast du bei Biesen die Pretty... Crazy Babies. Crazy Babies. Ja, ja, ja. Crazy Babies. Das war eine Coverband. Okay, ja, aber das kam dir ja zugute. Auch? Da hattest du ja schon alles drauf. Ja, sagen wir mal so, vom rein technisch gesehen... Wir können ja auch eine Stunde im Kreisel fahren. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Das machen wir mal. Vielleicht. Wir fahren jetzt nochmal also eine Runde. Wir machen mal ein bisschen. Das ist ganz entspannt. Ne? Wir verunsichern jetzt einfach mal bei Schwäger. Jetzt ist cool. Das kann man machen. Kann man mal machen. Das kann man. Man kann auch zwei Runden im Kreisel fahren. Man könnte auch mal andersrum fahren. Das würde ganz interessant sein. In Berlin ist es manchmal. Bleibt es nicht aus. Also, scheiße, wo muss ich den jetzt abfahren? Da kommen dann doch öfters auch mal ein paar Ausfahrten mehr als hier. Obwohl, es waren jetzt schon drei, ne? Am Schulberg da oben in der Schule. Wo der Zimbel auch früher drauf war. Brüder Grimm-Schule war das. Ja, Brüder Grimm-Schule. Ja. Da gab es so ein Konzert halt. Da haben wir auch gespielt. Nein, da habt ihr nicht gespielt. Ach so. Da hatten Moose Band damals. Wo war das? Ich weiß nicht, ob das schon Coades war, kann sein. Wo war das? Und ich hatte noch mit dem Gustl, mit dem Burkhard Eichhöfer. Ja, der war doch bei Coades. Ja, dann war es vor Coades. Dann war es vor Coades. Wir können, ja, gerade kann man. Kannst du ja mal eine Runde Kreisel fahren? Ja, diesmal drei Runden. Weil das ist hier markanter Kreisel. Wir haben drei Kreisel in der Schwäge. Dieser Laden, wo jetzt dein Studio, also so ein Fitnessstudio drin war, das war der erste Aldi hier in der Schwäge. Das hier war das erste Aldi. Zählt ihr noch mit, die Runde? Das ist die zweite Runde. Ja, das war die zweite, Runde. Wenn wir jetzt am Aldi nochmal vorbeifahren, dann machen wir die dritte Runde. Das wäre jetzt die dritte Runde, genau. Wir kommen aus Blauen, hallo, guten Morgen. Aber wir können aber jetzt trotzdem hier weiter. Ja, ja. Scheiße, ist nur, dass das keiner mitgekriegt hat jetzt. Ich glaube schon, das hat bestimmt einer gefilmt. Das hat einer gefilmt? Ja, klar, hier so oben, ne, Kissen, schönes Kissen oben hin und dann wird erstmal geguckt. Hallo Mio, ist er das gesehen? Nee. Hast du ihn das gesehen? Das gibt's ja gar nicht. Ist das für ein Verrückter? Ist ja ein Irrlinger. Guck mal, der kommt aus Blauen hier. Guck mal, was ist denn das? Guck mal hier, da vorne ist es auch so. Aber im Vogtland sprechen die nicht so barbarisch sächsisch, muss ich euch sagen. Okay. Was ist das Vogtland? Vogtland. Also wir wurden angesprochen, als wir unterwegs waren auf Tour. Da wurden wir angesprochen, ob wir aus Thüringen kommen. Ja. Offensichtlich, aber hessisch, nordhessisch und thüringisch? Ja, das ist... Verwandt. Wir können das nicht so richtig wahrhaben, wir wollen es nicht wahrhaben. Ja. Aber wenn du mal in der Hessenschau da kommt ihr auf dem Regionalfernsehen, so Hessenschau-mäßig, wenn sie da mal irgendwelche Bauern, so Landwirte oder irgendwelche Leute hier oben aus der Gegend interviewen, dann denkst du schon, ach, du ahnst es nicht, was haben die denn für ein Idiom? Ne? Und das ist schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen thüringisch angehaucht. Allerdings heißt das hier oben, also Südhessen babbeln, das ist südhessisch babbele, und in Nordhessen labern sie. Ja, dieses Labern ist halt einfach, wir nehmen es halt hier mit Konsonanten und Vokalen und sowas, nehmen wir es halt nicht so ernst. Ne? Nicht. Also das P ist eigentlich ein B und das K ist ein G, ne? Und das G ist ein J. Ne? Erschwie. Wollen wir links? Also es hat schon so ein paar Thüringer Anleihen.
Mit Sicherheit. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Aber wir kriegen schon die Zone. Er ist ja raus, er ist ja jetzt. Ich bin vollkommen raus. Ja, Berliner, ja, der hat es geschafft. Vor allen Dingen, ja. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Michael Icke Reppig. Nee. Ja. Das ist nochmal ein anderes Völkchen. Ja. Nach 91 kam ja dann, nach 93 dann schon der Plattenvertrag, ne? Ging ja relativ schnell, oder? Da gab es ja vorher schon einen. Habt ihr vorher schon einen gehabt? Naja, 89 kam da die... Da müsste ja eure Wikipedia sein, da war ein bisschen No Name for the Baby halt. Was meinst aber du jetzt war so mit ein vorher? Interner, so ein, also nicht so ein, nicht, kein Major Deal, du redest vom Major Deal. Fahr mal hier links, oder Lotti? Lotti. Meine Tochter. Frank, Lotti, Klube, Klubescheid. Jedenfalls, nein, wir hatten doch erst bei so einem Mini-Indie-Label in Kassel, ja. Black Fantasy, da haben wir genau, uns das war ja aufgenommen. Im Prinzip auch ja. Ein Label. Ja. Das war schon ein nur Label. Kein Major-Deal, halt, ne? Also, so ein, das war so ein, wie sagt man, so ein Feierabend-Label. Aber so 93 ging das dann richtig los, oder? 93 bei ja, der Virgin, da ging es nee, dann natürlich war, ein bisschen. 93 war Virgin? Das war ja, später? Nein, nee, das Ende, war doch erst Ende noch hier, 93. Der Dings da. Wie heißt der hier aus Salzgitter? Trauscher, das war 91, da hast du mitgemacht, Mensch, Dicker. Du hast doch bei jetzt. der Psycho Junior hast ja, du doch, da habe ich, so, das war meine erste Scheibe. Ja, und die war bei Snoop Records. Ja, genau, Snoop und Records, das war 91. Also noch nicht die Virgin. Das war 91. Das ist 91 sicher? Ja. War das nicht... Und die ist 92, glaube ich, rausgekommen und 93 haben wir dann bei der Virgin unterschrieben. Ich hätte jetzt eher so gesagt, das. Dass... Oder so war das 92? Ja, ich glaube eher 93, Psycho Junior. Nein, und 93 haben wir... 95 hier... Also ich meine jedenfalls, dass wir 92 bei Tauscher die Platte aufgenommen haben und 93, Oktober 93, sowas immer im Oktober, weißt du? Ja, immer. Da haben wir bei der Virgin, da hat uns die Virgin gesigned. Und so, da waren wir unten bei Udo Lange im Büro, 93. Und 94 haben wir dann die erste bei der Virgin. Also das Buch dabei, da müsste es drinstehen. Obwohl, nee, da weiß man nicht, was da ist von dir, ne? Nein, also ich habe es erzählt und der Christoph Dörr, ja. das ist ein Journalist, mehr oder weniger aus Kassel, ein super netter Kerl, ein toller Typ. Mhm. Der hat auch schon mal so eine Sportlerbiografie geschrieben, also der ist nicht ganz neu, also kein Erstlingswerk da, dieses Ding. Und der war bei mir zu Hause und dem habe ich die ganze Geschichte erzählt. Der hat es dann auf dem Diktiergerät gehabt. So, ich weiß nicht, 20, 30 Stunden Interview oder so, ich weiß es nicht genau. Und daraus hat er sich dann alles rausgepikst, was er so für wichtig hielt und hat das dann aufgeschrieben. Könnt ihr eigentlich zählen, wie viele Konzerte ihr gemacht habt? Also es müssen so um die 1000 plus minus gewesen sein. Das ist doch der Wahnsinn, durchaus schon so über 1000. Und wie viele Interviews? Ungefähr. Ach du lieber Gott. Auch zahlreich. Hunderte mit Sicherheit, Hunderte. Meistens war das ja auch so, das war Chefsache. Zimbel ist dann mit wahlweise mit irgendjemandem von der Band, ist der los, der hat die meisten Interviews gemacht. Das war dann richtig eine Promotour. Ja, richtig, ja, Promotour. Waren, ne? Ja, das waren diese Sachen. Deswegen kann jedes man das Mal, schlecht wenn eine sagen. Neue Platte rauskommt genau. Bei der Virgin, dann machst du natürlich eine Promotour. Wieder eine Richtung. Dann gehst du die ganzen Städte durch, dann kommen sämtliche Printmedien an, alle, die genau. Musikjournalisten haben. Und du machst nichts anderes als Interviews. Von morgens bis abends Interviews. Ja, genau. Aber Radiosender. Dann auch so zwischendurch auf Tour und ja, hier auf da. Tour, ja. Du ich habe eins ja gesehen mit Zimbel und dir bei so einem Open Air. Ach, Highfield bestimmt, das ist auf ja. YouTube. Ja. Und da das Ticket? Ja, wo der Zimbel so ein bisschen gelangweilt rüberkommt. Ja, da waren wir auch beide. Das gibt es öfters mal. Das war, glaube ich, nach dem Gig. War der da straf oder was? Da waren wir bestimmt schon so ein bisschen. Naja, also. Also voll. Nein, voll waren wir da nicht, aber da waren wir bestimmt irgendwie. So ein bisschen, das ist, manchmal ist das ein bisschen blöd gewesen. Natürlich ist es wichtig und gut und hat auch meistens Spaß gemacht, Interviews. Manchmal war es aber halt einfach nur nervig. Manchmal ist es auch, ja. Einfach mal ein bisschen nach dem Konzert ein bisschen chillen willst oder so, ja, oder ja. Einfach mal runterkommen willst. Und dann kommt der Bernie an, ey, da wartet einer auf euch, ja, ja. Weißt du, und dann musst ja, genau. Du da wieder hin und wirst manchmal doch, sind wir doch ein bisschen rumgereicht worden, weißt du, und das war manchmal halt. Oder manchmal ist es auch vor dem Konzert gewesen. Ja, das ist und dann, das ist und dann ganz bist du ja auch mit dem Kopf wo ganz anders. Das ist noch schlimmer vor dem Konzert. Vor dem Konzert ist ja eigentlich. Nee, also wenn es, ja, wenn's, sagen wir mal, relativ dicht davor ist, das ist schon sehr unangenehm. Weil Zimbel war auch auf jeden Fall jemand, der
sich da sehr drauf vorbereiten musste. Geistig, also ne, alle Kanäle quasi fokussieren musste. Quasi wieder Aufbau hier, ne? Kamera und so. Das war dann simpel geistige Vorbereitung auf ein Konzert. Und wenn du dann da rausgerissen wirst und du wirst dann manchmal auch, da kommen dann auch so Fragen. Also nicht so, ja, hier heißt der Bates, warum? Und diese Geschichten. Sondern da kam dann auch mal so eine Frage, wo du dann so, was hat er jetzt gerade gesagt? Was war das Dümmste, was jemals gefragt wurde? Was Dümmste? Könnt ihr euch da noch so dran erinnern? Das Dümmste? Ja, kann ich gar nicht. Siehst du, das ist ausgeblendet. Es gibt ja Leute, die machen Interviews, die merkst du gar nicht. Die sind angenehm und dann merkst du gar nicht, dass du ein Interview gibst. Aber wenn dann irgendwie so Schüler kommen und mit ihrem Zettel sich vorbereitet haben, ne, seit wann macht ihr Musik? Und warum heißt ihr Bates? Also das hätte man vorher schon ausfüllen können und ne? denen einfach in die Hand drücken können. Also ja, dann wird das hätten die recherchieren nervig. Können. Du recherchierst ja auch. Ja. Und gerade in so einer Schule wird auch so Schülern, die in der Schülerzeitung sind, durchaus in ihrer AG sehr viel Zeit gegeben, um sich auf sowas vorzubereiten, wenn sie es dann machen wollen. Ne? Und ja, oder wenn sie ganz frisch sind oder so. Ne? Ja, es gibt halt einfach wirklich, es gibt angenehme Interviews und es gibt Interviews, die machen nicht so viel Spaß. Das liegt halt immer an den Leuten, die es gerade machen. Genau. Und wie gesagt, auch dieses Ding da, was ich mit Christoph gemacht habe, da dieses Buch, ne? Das war ja nicht irgendwie, dass der sich da irgendwie hingesetzt hat und hat sich da so ein paar Fragen ausgedacht, sondern wir haben uns hingesetzt und haben einfach gelabert. Ja, genau, da läuft dann so eine Maschine und dann ist gut, ne? Und währenddessen ist da halt einfach irgendwie ein bisschen was rübergekommen. Und, Weil du das mal in einem Interview gesagt hast, dass einer fehlt, der macht Musiktherapie. Ich, kannst du dich nicht mal dran erinnern? Das nee, war das, glaube ich, auf dem Highfield oder so. Ich bin Musiklehrer. Ach so. Ach so. In der Regelschule. 7. bis 10. Klasse. Ja, nee, das war aber damals noch nicht. Das ist aber auch eine Therapie. Das ist wirklich, unsere 9., 7. Klassen, da sind zumindest, na sag mal, in jeder zweiten von den 4 sind immer so 2 oder 3 Spezialisten. Die brauchen echt eine andere Therapie. Die brauchen echt eigentlich eine Musiktherapie. Bist du da schon mal abgegangen im Unterricht, so wie auf der Bühne? Gab es das schon mal? Ach, was ich immer mache bei den 7ern, dass sie das auch gleich wissen. Ich mache dann immer am Ende des Schuljahres, beziehungsweise wir machen das epochal, also ein Halbjahr Kunst, das andere Musik und die 7. sind meist im ersten Halbjahr dran. Am Ende des Halbjahres mache ich so eine Doppelstunde und da erzähle ich ein bisschen was über die Band. Und dann ist es jetzt auch kein Problem, dann mache ich auch mal ein Video drauf, Rap zieht sich aus. Stehe ich da im Schlüppi. Ja, mein Gott, wenn die mich im Schwimmbad sehen, bin ich auch... Das wollte ich euch auch fragen, ne? Also ihr habt da schon so Ambitionen dazu gehabt, oder? Ja, euch ein bisschen körperlich frei zu machen. Nee, ich bin nicht. Der Klube war immer bis oben zu... Nee, du hast auch schon oberkörperfrei, habe ich gesehen. Das einmal... Der Klube kann er auch zeigen, ja. Da gibt es ein Video, aber ich bin eher so von der schüchternen Fraktion. Also aber die hat das nichts ausgemacht. Es du hast eher ja die Vergangenheit. Du hast ja regelrecht die Massen, sage ich mal, dazu aufgefordert, dass sie rufen. Nee, das fand ich auch gut. Ja. Jetzt kommen wir übrigens wieder zu dem Kreisel Nummer 1. Ja, genau, da können wir jetzt nochmal 3 Runden drehen. Den machen wir jetzt nochmal mit 3 Runden. Müssen wir aber rechts und dann können wir 3 Runden. Wir könnten ja mal alle Kreisel von Eschwege abfahren. Aber ich glaube, die haben wir schon abgefahren. Nee, bei der Stadthalle, den haben wir noch nicht abgefahren. Nee, Stadthalle ist toll, ja. Da haben wir auch mal ein klassisches Konzert. Haben wir ein klasse Kreisel Konzert hier? Mal gegeben. Ja, mach doch mal den Kreisel jetzt und dann fahren wir mal die Max-Wilhelm-Straße hoch. Da bist du mal hinten Richtung Stadthalle und zu dem Kreisel Nummer 3. Da drehen wir uns auch nochmal. Und der ist absolut super. Das ist der schönste Kreisel eigentlich. Bei der Stadthalle, das ist der schönste. Da habt ihr schon gespielt, ne? Genau. In der Stadthalle haben wir auch schon gespielt. Ja, mit den Lemmenbabys damals. Mit dem Ausziehen. Das habe ich auch gesehen, da habe ich Fotos gesehen und so. Damals Diane Weidmann und so, ja? Ja. Ja, die Diane. Stimmt, die macht ja auch so Singer-Songwriter zu uns. Die sieht immer noch genauso aus wie sieht damals. Immer noch, aber eins zu eins. Ja, ja, ja. Habe ich jetzt irgendwann auf YouTube, habe ich mir die mal angeguckt. Ja, ja, ja. Und Dingens hier, wie hieß nochmal die Drummerin? Nina, ach du Scheiße. Ne? Weißt du, nicht meine? Ja, ne? Ja. Die ist ja jetzt, die ist, du musst, glaube ich, dich hier auf die linke Seite einordnen, dann kommen wir wieder in den Kreisel rein. Und dann können wir 3 Ehrenrunden. Also wir drehen jetzt eine Runde hier, einmal rum und dann würde ich sagen, und dann da hoch zur Max-Wilhelm-Straße. Ja, Dina. Das ist toll. Ja, das ist jetzt hier unser erster Kreisel. Den machen wir jetzt 3-mal. Ja, den haben wir ja jetzt. Er wollte einmal. Also eine Runde. Nur einmal. Einmal, okay. Und an der Halle oben kann man dann 3-mal. So.
mit dem Ausziehen vom Rap, ne? Ja. Ich fand das deswegen geil, weil... Wo muss ich denn hoch? Ganz schnell. Also hier jetzt hoch. Dann da hoch. Da hier, ach so, machst du da... Jetzt ja. Fährst du raus. Mit dem Ausziehen genau. Vom Rap, das fand ich deswegen geil, weil viele Leute halt irgendwie ein bisschen verblüfft waren, dass der Rap da halt einfach komplett zu seinem Body steht. Ja. Und der hat halt den Leuten halt einfach den Wind aus den Segeln genommen, verstehst du? Mhm. Die da halt gemeint haben, oh, der Dicke da, der zieht sich doch nie aus und hier, ey, Dicker und sowas. Dann hat er gesagt, alles klar. Ich bin da ganz anders animiert worden. Ich weiß noch, wir haben mal in Göttingen so ein... auch so ein legendäres Konzert gespielt und da war irgendwie hat unser damaliger, doch, das war, da war die Hütte rappelvoll. Ach, du meinst Outpost und wir haben nicht damit gerechnet. Und da hatte unser Merchandiser, den wir damals hatten, so ein verkiffter Typ, der Arne, der meinte, Rap, ich habe ein super Bühnenoutfit für dich. Du musst jetzt ihn leiten hier. Jetzt kannst du geradeaus fahren, die rechte Spur, genau. Geradeaus. Und da meinte er, ich habe ein tolles Bühnenoutfit. Schreib dir doch einfach, dreht doch mit dem nackten Oberkörper auf und schreib hier oben drauf Eat the Rich. Hm. Ich sag, das ist geil. Und dann hat er noch eine andere Idee gehabt, die fand ich nicht so gut. Nackt mit einem durchsichtigen Regenmantel und Docks, so 20-Loch-Docks, so, weißt du, so, also sowas, ne? Und auch vielleicht auch Eat the Rich irgendwo. Und das mit dem Eat the Rich fand ich gut. Und dann, das war ein Grund irgendwie. Ich dachte, ja, warum nicht? Ich meine, A, wir sind eine Punkrockband, da darf man das. Mhm. Ne? Und B, warum eigentlich nicht? Ne? Ich meine, ich bin halt fett und dann bin ich halt fett. Und hast du dich im Fernsehen auch mal ausgezogen? Gab's das auch? Ja, natürlich. Doch, da gibt's doch diesen Viva-Auftritte da. Viva-Weihnachtskonzert. Ja, da hatte ich mir sogar noch, da hatte ich mir da extra, da war das ja schon alles so ein bisschen eingebürgert. Das habe ich schon Overdrive gesehen. Hast ja. Da war es jetzt in Fernsehsendungen, weißt du, so Talk-Dingern. Ach nee, das eigentlich nicht. Nee, auf der Bühne. Und da hatte ich mir extra für diese Tour, für diese Weihnachtstour, hatte ich mir Schlüpper gebastelt. Also Schlüpper, also Slips. Da stand vorne, war so ein Superman-Zeichen drauf und das war kein S, sondern R halt. Ne? Mhm. Ja, ja. Und dann habe ich mir so Engelsflügelchen gebastelt. Fand ich lustig. Nee, und dann auf der einen Seite fand ich das mit Eat Rich, also so diesen provokativen Moment fand ich gut. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch gut. Ich habe es ja immer wieder gesehen. Wir hatten ganz viele Fans, ja. die fanden das geil. Das waren aber eher so Fans, die waren so im Schatten. Mhm. Weißt du? Also nicht die, die dann immer gleich, Alter, noch, aber im Backstage und so. Klar, jetzt müssen natürlich. Wir geradeaus fahren, auf die ja, geradeaus genau, stimmt. Und dann habe ich gedacht, genau, ich bin ja im Prinzip, war ich ja vor den Bates auch immer jemand im Schatten irgendwie. Der kleine Dicke, gut, der macht's allen recht, fährt immer das Auto, fährt's immer im Auto durch die Gegend oder sonst was, zur Disco, wie auch immer. Aber warum nicht? Auch die Leute, die vielleicht auch mit ihr, mit solchen ne, Ressentiments zu kämpfen haben halt, und dann sagt man, okay, guck mal, der zieht sich auch aus. Also du hast auch Grubis, oder? Wir hatten, ja, wir hatten die meisten Grubis, gab wahrscheinlich der Zimmel. Der Zimmel ne? Hatte die meisten, aber wir haben ja einmal im Jahr haben wir ja den Burschmeister. Ja, und der Pogo hat aber auch irgendwann. Ja, Pogo hat aber, glaube ich, mal gewonnen. Ein Jahr. Die haben alle welche gehabt. Pogo war ein Jahr Burschmeister, ich weiß auch mal. Ansonsten war es ihr habt da jemanden immer gekürt, ja? Ja, so intern, so unter uns, aber ohne jetzt groß damit irgendwie zu kokettieren. Ne? Ja. Also ja. Das nur unter uns haben wir es so gemacht. Und wir haben es mehr festgestellt, ne, als dass wir da irgendwie jemanden gekürt haben, sondern... Ja, ich war der Fahrer. Du warst einmal Bürstmeister. Nee, ich war gar kein Bürstmeister, du warst nicht. Einmal Nein, ich habe den Pokal Fall. Gebastelt. Nee, nee, damals in der Holzwerkstatt. Ich weiß es noch ganz in der Metallwerkstatt. Ja, ja, du bist der Dicke, der Nein, das Auto ich war hat kein Einmal hat er, das, hat er den Laden gerockt. Ja. Und da kommst du nicht mehr raus, Dicker. Verstehst du? So, wir nähern uns jetzt, warte doch mal, Rap. Ja. Jetzt nähern wir uns Kreisel das, Nummer 3. Also, Kreisel Nummer 3. Kreisel Nummer 3 ja, geht da vorne. Umrandung. Da vorne der ist auch gar nicht so groß. Guck mal, das ja, ist der diese, ist nicht so groß. Das ist diese altehrwürdige Stätte. Da müssen wir hier rechts. Und jetzt rechts, und da ist er schon, der Kreisel. Das ist doch der schönste, oder? Der und dann kommen wir noch mal hinten. Da hat so einen schönen Inselbewuchs. Zum Sportplatz noch mal fahren. Ja, aber so jetzt drehen wir erstmal hier, drehen wir erstmal eine Ehrenrunde. Genau, da so ohne 3. Nee, hier haben wir gesagt 3, oder? Hier waren wir 3 mal. Okay. Na cool, da gucken wir mal 3. Und der Kletterwald geht ja auch irgendwann, geht's auch zum Richtung Kletterwald. Ja, da kannst du mit dem Auto nicht hinfahren.
Ja, da warte jetzt erstmal. Wir haben Vorfahrt, ne? Ja. Wir haben Vorfahrt jetzt. So. Dann habe ich mich auch. So, das war jetzt ist Runde 2, ne? Jetzt das war jetzt die zweite. So, jetzt müssen wir dann noch eine. Es ist ja nicht verboten, im Kreisel unten zu fahren. Es ist überhaupt nicht verboten. Es fällt auch gar keinem auf, wenn ihr das mal seht. Jetzt kommt Runde 3. Also wenn du Lust hast. Das ist jetzt die dritte Runde und dann fahren wir danach die Richtung. Fahren wir da rein. Nur fahren wir mal. Da war nämlich früher war nämlich das. Ich weiß nicht, ob das heute noch PC ist. Oh, da ist war nämlich da haben wir auch mal geprobt. Aber nicht das Auto kotzen will. Siehst du, wo der CVJM steht? Ja. In dem Haus haben wir mal geprobt. Echt? Da haben, glaube ich, viele Musiker mal angefangen, oder? Nee, was? Die Bates haben da drin geprobt? Doch, das war doch dieses Haus. War das nicht das hier? Das Nein, war das. Rap. Eins weiter. Hier, der erzählt manchmal, der ist auch schon langsam. Doch, ehrlich, ist doch, doch, nein. Nein, Rap. Franz. Das war in der Gartenstraße. In dem Haus, wo der Dr. Michel jetzt drin ist, in der Gartenstraße. Das war früher eine Kneipe. Ist aber gleich um die Ecke hier. Das ist nicht weit von hier, aber das hier war es nie. Und wir haben mal in der Gartenstraße geprobt, da hat der Christian Biewald mit seiner Band auch geprobt. Biewald, ja. Gegenüber. Mhm. Mit, wie hießen sie, Vivian Burns? Ja, irgend sowas. Ja. Weißt du übrigens, wer das ist, Vivian Burns? Nee. Der hat seine Gitarre Vivian genannt. Oh, der Christian Biewald hat seine Gitarre Vivian genannt. Der hat die so genannt. Und die Band hieß Vivian Burns. Ja. Nach dem ganzen Hype, ne? Also jetzt Viva und dem ganzen und Bravo, was ich gesehen habe und auch die ganzen Konzerte. Dann kam ja dann 2001 die schwarze Zeit, sage ich jetzt mal so, oder? Also ja, wie schon vorher, ne? Das hat sich vorher schon so ein bisschen rauskristallisiert. 2001 haben wir uns doch aufgelöst gemacht. Ja. Da war pass auf, das war so. Wir haben ja noch eine Tour gespielt, Anfang 2000. Und da haben wir uns dann, ich weiß nicht, wo das letzte Konzert war, wie hieß denn das noch? War in Bayern irgendwie. Abelsberg. Amberg oder sowas. Ja, irgendwo. Jedenfalls, da haben wir gesagt, also jetzt geht's hier nicht mehr weiter. Wir sind hier wirklich, sonst machen wir, sonst verheizen wir den Zimbel. Ach so. Vollends. Ja. Ne? Und wir müssen jetzt wirklich Schluss machen, weil da war die Zimbel schon in einem Zustand, das war schon kriminell, was wir da gemacht haben. Und da haben wir die Reißleine gezogen, haben gesagt, so jetzt ist Schluss, also wir machen jetzt nicht mehr weiter und wir setzen dem Zimbel jetzt die Pistole auf die Brust und sagen, hier, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Entweder du machst jetzt eine Therapie und das heißt richtig Therapie. Wir hätten ihm das auch alles bezahlt, also wir haben ihm gesagt, er kann sogar in die Betty Ford Klinik gehen, also das hätten wir auch bezahlt. Damals hatten wir auch noch die Asche. Ja. Jedenfalls haben wir gesagt, bis hierhin und nicht weiter und Zimbel, jetzt überleg dir, was du machst, entweder du kriegst dich irgendwie wieder ein oder wir müssen wirklich aufhören. Aber offiziell war es so, dass wir eigentlich eine Pause gemacht haben. Also wir haben jetzt nicht eine Pressemitteilung rausgegeben, wo drin stand, die Bates haben sich aufgelöst, das ist vorbei, sondern offiziell war es eigentlich eine Pause. Ja, und wenn der Zimbel wieder fett geworden wäre, dann hätten wir auch irgendwann wieder weitergemacht. Ne? Aber das, wie es dann geendet ist, das hat man ja dann mitgekriegt. Ja. Also er war in keiner Weise einsichtig. Das ist auch irgendwie... Aber wir könnten eigentlich auch noch mal beim Friedhof vorbeifahren. Beim Zimmel könnten wir mal vorbeifahren. Da können wir vorbeifahren. Wir wenn du Lust hast, hast du Lust sehr, dazu? Ja, sehr. Dann fahren wir mal nach Reichen. Was für eine Ehre, aber da ziehe ich das Ding aus, das gehört sich nicht. Ach, doch, Papp, nein, nein. Nö, ganz im Gegenteil. Der Grabstein ist ja eine Gitarre. Gestern gut. Kapelle da. Backstage. Da stand die Urne vom Friedhof. Ich würde das mal ein bisschen mit filmen, ne? Wie der so reinläuft. Ja, das war ein Zimmer da. Und da bin ich jeden Tag praktisch hier beim Zimmel vorbeigefahren. Da war ich öfters hier. Da habe ich ihm ein Kippchen drauf. Und guck mal, das Schlagzeug steht immer noch da. Habt ihr ein Schlagzeug hingestellt? Stimmt, das Mini-Schlagzeug dann. Also die haben das Grab ein bisschen umdekoriert. Das war, früher war das, also bis vor einer gewissen Zeit, vorletztes Jahr, war das noch so ein richtiges Blumengrab. Hm. Ja, genau. Aber jetzt haben sie es irgendwie so ein bisschen umgestaltet. Oh. Hat er die gespielt? Die 1 mm Dunlap. Na, der Techniker kommt mal wieder durch. Das ist so ein alter, zwar jüdischer Brauch, aber das macht man. Ich mach das auch immer und liegt dann. Da muss man da ein Steinchen, ne? Das ist ein, musst du nicht machen. Das ist schlimm, aber mal eine andere Farbe hier. Ja, dann mache ich das auch mal. Ja, also ich mach das auch immer, wenn ich da war, liege ich ein Steinchen hin. Das war jetzt auch schon ein paar Monate, einige Monate war ich nicht hier. So, The Bates,
Was spielen wir denn? Na, den kleinen Dinosaurier. Übrigens, da kann ich was sagen. Ja. Du kennst doch bestimmt die Quano Apes. Ja. Und Dennis hat früher mal vor 20 Jahren eine Band gehabt. Und die hat er jetzt wieder aufleben lassen. Und da fahre ich am 19. diesen Monats, fahre ich dahin. Und die haben Dinosaur aufgenommen. Und da spiele ich dann nochmal eine Gitarre drauf. Wahnsinn. Ja, Dennis, das ist der Drummer von denen. Dennis Potwala. Poschwala. Absolut. Deswegen geil. Bin ich ja voll drin hier, ne? Okay. Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. And I'm planning to go away. Oh, Rentnerversion. Ja, das ist schön. Well, I'm a little dinosaur. I'm a little. Dinosaur, you sing? There's a little dinosaur. Yes, I'm the little dinosaur. There's a little dinosaur. And I have to go away. Oh no, I would like to stay. Oh, I would like to stay here. Go, little dinosaur. Please don't go away. Hey, I have to go. Just a little dinosaur. I really have to go. No! Really have to go! Really have to go away! Woo! Mr. Bates! Ich bedanke mich! Endlich mal wieder Schlagzeug gespielt. Glube, ich habe noch was Schönes für euch. Bonbon. Und zwar, weil ihr so gerne bestimmt Kaffee trinkt oder so, habe ich für euch noch. Bonbon. Die ultimative Roadtrip-Interview-Tasse. Sehr schön, dankeschön. Das ist ja wie bei ARD und ZDF hier. Morgenmagazin. Morgenmagazin. Moma-Tasse. Geil, danke. Dankeschön. Ach, das ist schön. Wollt ihr zum Abschluss noch was sagen, den Fans von Bates? Ja, also ich sage, wascht euch immer schön die Gurke. Oh, die Gurke. Ja, wenn ihr noch eine Gurke habt. Immer sauber bleiben, vor allem immer die Flöte waschen. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich bin gerade sehr betroffen. Also von der Schönheit dieser Natur in Reichensachsen. Wie heißt das? Leimweg, wo wir gerade reingeseicht haben. Reichensachsen, das ist der Geburtsort von Zimbel und wir stehen gerade am Leimbach. Leimbach. Und das, was ich zu sagen hätte, das ist wirklich, also es kann jederzeit ein schönes Mädchen kommen. Und ihr könnt in eine verfängliche Situation kommen und das Einzige, was da zählt, ist eine saure Gurke. Stimmt, ja. So eine schöne Abmode hatte ich noch nie gehabt. Ja, schöne, saubere Gurke. Also ansonsten immer politisch korrekt bleiben, das ist auch wichtig, aber Flöte waschen. Ja, desinfizieren braucht gar nicht zu sein, weil ist ja danach eh wieder schmutzig. Ja. Einmal die Hände dran und dann war's das. Ja. Also dann, macht's gut. Rock'n'Roll. Tschüss. Ciao.